willkommen hier bei Trash Talk Racing. Der Kommentar wieder, wie gewohnt, vom Herzlevel. Wir sind hier in Russland, 5,8 Kilometer, eine Menge Kurven, seit 2014 im Rennkalender. Ich bin Matthias und mit mir hier in der Kommentatorenkabine ist der gute Pierre. Hi. Und Weltmeister Lukas. Hallöchen. Hallo, ich bin froh, hier zu sein. Sehr gut. Dann gehen wir mal in die Runde von Michael. Oh, und es regnet und das dürfte Lukas freuen. Wir hören wieder schöne Musik im Hintergrund von Micha. Ja, diesmal ist es nicht die Ode an die Freude. Es ist aber auch sehr schön trotzdem. Wir gucken durch die Kurve, blinzeln und wir sehen, es regnet. Und Regen in Russland, das wissen wir alle, ist gefährlich für den Björn. Tschüss. Ja. Absolut. Kleine Slapstick-Einlage. Wo ist es? Treibt ihn denn sehr weit nach draußen, diesen Micha? Ja, vor allem so gelbe Flaggenphasen sind immer gefährlich, wenn einem direkt KI direkt vor einem fährt, weil die geht dann nämlich wie der Schmiedgelehrte, der geht immer voll in die Eisen und dann ist es halt vorbei. Und dann kannst du so eine Hotlap auch wegschmeißen. Ich versuche mir das gerade bildlich vorzustellen und ich habe noch Probleme, aber vielleicht kommt das noch. Wir sehen aber auch, die erste Runde scheint ein bisschen schwierig gelaufen zu sein. Es ist auch sehr nass und ich glaube, das Wetter wurde immer schlechter und deswegen ist das jetzt hier schon die beste Runde von Micha. Das sieht wirklich fast nach Full-Wet-Bedingungen aus. Also man sieht wirklich... Kurz davor, oder? Beinahe nichts mehr. Carlos Sainz AI macht etwas Sinnvolles. Auch verrückt. Das ist eine schwierige Kurve jetzt hier im Regen. Micha kommt aber gut rum und schafft den Kurvenausgang und nimmt auch die Linkskurve gut. Und jetzt wird es nochmal spannend, weil man auch hier den Bremsbock nicht verpassen darf. Und kaum habe ich es gesagt. Verpasst mich jetzt den Bremspunkt. In der Sekunde. Trotzdem noch weltmeisterliche Pace hier. Ja, wir sehen zwei Liga-Sektoren. Ja, leider hat sie dann die Runde und die mögliche Pole gekostet. Kann man nichts machen. So, ja, dann schauen wir mal in die Runde von Björn. Wie angedroht. Wir sehen, trockene Bedingungen heißt, es hat sich nochmal zurückgezogen, das Unwetter. Und alle sind jetzt auf roten, schnellen Reifen unterwegs und wollen nochmal eine Bestzeit setzen. Aber die Frage ist ja auch, wir haben ja eben Micha gesehen, der noch im Regen gefahren ist. Was ist denn jetzt dabei passiert? Aber sehen wir ja wahrscheinlich jetzt auch nicht. Dementsprechend schauen wir mal, wie jetzt Björn über den Track kommt. Sieht erstmal ganz gut aus. Ein bisschen holprig, aber kommt durch. Grip scheint da zu sein. 1,38, das Maß aller Dinge. Also muss Björn seine eigene Runde hier um 9 Sekunden schlagen, die er davor hatte. Quicke Mathematik hier kurz auf dem Weg. Und wir sehen, Micha Habermann retired in the session. Das wird der Grund sein. Hat's wohl zerlegt. Ja. Die Kurve nicht ganz optimal genommen. Trotzdem gewinnt man natürlich nochmal Zeit. Aber das Delta steigt und steigt. Und was hast du eben gesagt? 9 Sekunden, ne? 9 Sekunden muss es sein. Um, ich glaube, sogar P1 klar zu machen, denn Bottas und Hamilton hatten beides 1,48er Zeiten. Wenn ich mich 1,38er Zeiten meinst du? Ja. Am meisten Zeit wird er jetzt hier rausholen können. Wegen der Heavy Braking. Genau. Der Track wird auch immer trockener. Deswegen, ihr seht's. Oh, holt die und Zeit wir sehen raus. Zwei Leader-Sektoren und. Ja, da kommt er sehr gut durch. Das könnte es sein. Hier nochmal vernünftig sein. Hoch in den vierten, runter in den dritten. Das wird eine richtig gute Zeit. Ja, das ist P1. Lege ich mich fest. Und das ist natürlich bitter für Micha. Wo ist er? Ah. Und wir sehen es. Björn war noch anderthalb Sekunden schneller als Valtteri Bottas. Wo ist der Micha? Gebt uns den Micha. Wir wollen Micha zurück. Micha irgendwo hinter Platz 14. Wahrscheinlich ja. 20, wenn er da nicht mehr noch eine Runde gesetzt hat. Erstmal sehen wir, jetzt sind wir ganz vorne am Anfang des Feldes und sehen, wie Björn am Start ist. Der wird jetzt gejagt. In Russland wissen wir aber, der erste Platz ist nicht der beste, sondern der dritte, weil man direkt im Windschatten
das Erstplatzierte ist. Aber das scheint Björn völlig egal zu sein, der hier richtig durchstartet und sehr gut wegkommt und zumindest als Erster in die erste Kurve geht. Kwiat war übrigens P5 und jetzt ist Gasly P5. Also wollte ich nur mal erwähnt haben. Auch interessante Dynamik. Starker Alpha Tauri. Aber Valtteri Bottas. Da sind schon ganz andere Mercedes in der Wand gelandet. 19. Naja, immerhin. Auf den gelben. Kommt nicht so richtig gut weg. Ja, so kann man das auch sagen. Aber jetzt kommt. Ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ein Platz verloren. Ja, ja, dreifach. Gelb. Also mehr ging ja auch gar nicht. Mehr konnte er ja nicht verlieren. Gelben finde ich eine gute Taktik. Ein Getümmel da hinten. Kommt da wahrscheinlich durch Motorpower und Fahrkunst an allen vorbei. Da braucht er nicht die guten Reifen. Und am Ende, wenn er sich dann durchgekämpft hat, ist er im Vorteil mit dem Soften. Aber wir sehen auch Vettel auch am Ende des Grids. Das heißt, Ferrari hat sich da mal wieder einen ordentlichen Fehler, ein ordentliches Vergehen erlaubt. Ja, einen ordentlichen Bock geschossen. Viele Bezeichnungen, die dahin führen. Und Micha macht kurzen Prozess mit dem flüchtigen Ja, wir sehen ja, das Fell ist noch eng zusammen und Micha schafft es trotz der in Anführungsstrichen schlechteren Reifen da richtig durchzuflügen. Wie viel Grip der da hat über die Außenseite. Reifen voll auf Temperatur, 90 alle vier. Das kann er. Der Witz, aber da war nicht viel Platz zwischen Wand und Kevin Magnussen, aber Micha kommt durch. Es ist nie viel Platz zwischen Kevin Magnussen und einer Wand. Meistens sogar beiden. Ja. Denn die Richtung ist optional, aber dass man abfliegt, das ist festgelegt. Oh, wir sehen Micha. Ja, der Dive gegen Norris, da kann ich mal wieder sagen, was ich gerne sage, wo nie einer lacht. Ich find's aber ganz gut. No risk, no fun. Ich habe schon geschmunzelt, aber weil du gesagt hast, dass niemand lacht, wollte ich jetzt auch nicht lachen. Nee, ist auch richtig so. Darf man gar nicht. Wir sehen aber auch, Micha geht in den zweiten in der letzten Kurve. Björn ist im dritten gewesen und war ganz schnell im vierten. Also kleine Unterschiede im Fahrstil. Da muss er sich hier auf der Geraden Valtteri Bottas geschlagen geben. Ein kleiner Unterschied im Motor können. Ja, da hat der Mercedes natürlich die deutlich bessere Pace. Aber gleich ist das DRS auf. Björn muss einfach nur dranbleiben und dann kriegt er vielleicht gleich die nächste Chance. Ja, deutlich. Es ist ein bisschen besser. Ja, Relo ist schon, muss sich nicht verstecken. Haben wir ja in Monza gesehen. Und ich bin direkt wieder so entspannt. Ich weiß gar nicht warum. Ja, aber Runde 2 schon auf der 11. Position. Sehr gut. Aber trotzdem. Fährt aber auch mit dem Messer zwischen den Zähnen und klabüsert sich gleich. Du darfst da nicht überholen. Nee, das ist. Es ist einfach eine Gedoe. Es ist eine blöde Idee. In der Kurve zu überholen. Man scheint sich verhakt zu haben. Ja, ich hatte gerade kurz Angst, dass das Video bei mir gefüßt ist, aber Disqualified. Micha kriegt die schwarze Flagge. Disqualified from Session wegen Blocking. Er stand da auch einfach, wie gesagt, ein bisschen scheiße. Okay. Ja, dennoch unglücklich natürlich. Safety Cars draußen. Gewesen. Jetzt kommt jetzt wieder rein. Ja. Gebrauchtes Wochenende für Ferrari, würde ich sagen. Bis hierhin zumindest, wenn Sebastian Vettel. Ja, da hat er in der Schikane hat er zu viel gewollt. Also da kannst du mit ein bisschen Glück vielleicht mal einen überholen, aber er wollte gleich zwei überholen. Das hat dann einfach nicht funktioniert. Da wollte er einfach zu viel. Ich predige das immer, wenn wir in Sochi sind, weil die KI respektiert diese Kurve auch gar nicht. Du verlierst mehr, als du da gewinnst. Also du verlierst immer so viel Zeit und das Unfallrisiko ist enorm. Gerade gegen diese, nicht zuletzt wegen dieser KI. Also natürlich hat er nur so und so viel Schuld, aber man darf da einfach echt. Da kommt Björn mit Windschatten, mit ERS und mit allem, was er hat, an Valtteri Bottas vorbei, der ein bisschen schlingert. Ordentlich ganz schlecht drauf, wie er rauskommt da aus der Kurve. Ein bisschen das Markenzeichen auch eines Valtteri Bottas manchmal. An gewissen Starts. Einmal aus dem Rhythmus gekommen, schwierig wieder reinzufinden. Und wir sehen irgendwie. Er muss in der Pits gewesen sein. Wir sehen, Björn ist jetzt schon 12 Runden auf den roten Reifen unterwegs. Die müssen eigentlich. Ja, da müsste man das Gummi fast abschaben können, so durch müssten die sein. Naja, also es gibt noch kein Warnsignal. Das heißt, er wird noch unter 50 sein.
Von daher. Man kann das noch schauen. Lukas, wir Zuschauer, die nicht wissen, wo ist in dieser Ansicht, wäre jetzt ein Warnsignal, was wir jetzt bei Björn sehen. Weil normalerweise gibt es ja dieses Menü, was man aufklappen kann, wo man die Reifen sieht. Oder über Lean. Aber er hat es immer noch nicht. Also er hat das gut gemacht, gut Reifen gesaved. Genau, da wäre dann so ein kleines gelbes Reifensymbol, was davor warnt, dass sie jetzt schon leicht angeschlagen sind. Ja, ich war nur überrascht gerade, dass ich sehe Bottas auf den Harten. Alternative Boxenstrategie, ich will das, was Lewis nicht hat. Ja, war, übrigens auch, war das nicht auch in Russland? Könnte gewesen sein. War das nicht überall? Nee, das war nicht Russland, da hat er ja gewonnen, der Valtteri. Ja, wir sehen, Björn ist auf den gelben und muss mal schauen, ob er es jetzt schafft, vor dem Mercedes zu bleiben. Das heißt, da hat die Strategie gut funktioniert und jetzt muss er es eigentlich nur zu Ende fahren. Da hat vor allem der Fahrer gut funktioniert. Denn so lange... Oh, Safety Car. Das ist natürlich schlechter, kommen wir wieder ran. Hat leider gerade 6 Sekunden Vorsprung gehabt. Das ist... Bitte reduziere dein Delta, danke. Hätte man sich jetzt noch überlegen können, ob man sich nicht mal die letzten Runden noch... Die Roten holt, ne? Ja, du wärst dann Platz 4 und müsstest halt an denen vorbei, was durchaus möglich ist, hast aber vielleicht auch einfach keinen neuen Satz Rote mehr, ne? So, das Safety Car ist wieder drin. Obwohl, die müssten noch da sein, das Qualifying war doch im Regen. Sind Björns Reifentemperatur, wir werden sehen, es geht wieder los. Auch 3 Runden Safety Car wieder. Unnötig für spannend. Bottas. Ja, für Bottas wird es schwierig, den Harten sich dagegen Verstappen zu wehren. Ricardo auch noch hinten dran. Spricht einiges für die anderen 4 in dieser Top 5. So viel ist sicher. Ja, und das wird jetzt einfach ein Ausdauerrennen. Und wir sehen 2 Sekunden. Nicht schlecht. Das gibt's nicht. Also er ist und Valtteri Bottas immer noch auf dem 3. Platz. Kann sich zumindest aktuell noch gegen Max Verstappen erwehren. Ja, und wir sehen bei Björn hier, er hat noch 1,7 Liter Sprit über. Also er könnte sich auch locker wehren gegen Angriffe. Er muss gar nicht. Er hat es aber da, falls es braucht. Es ist jetzt schon ordentlich runtergegangen. Es ist fast auf 1 Liter runter. Das heißt, es wurde ordentlich deployed, um vielleicht und auch mal präventiv... Schaut euch mal das Gap. Schaut euch mal das Gap zwischen Bottas und Verstappen an. Also das ist schon echt bemerkenswert. Da muss irgendwas gewesen sein. Das mit den harten Reifen. Ja, manchmal fahren die sehr gut auf diesen harten Reifen, diese Mercedes-Piloten. Es ist einfach krasser Skill. Und auch den zeigt uns Björn hier weiterhin, der durch seine Reifenstrategie und durch sein Fuel-Saving sich so eine gute Ausgangslage hier geschaffen hat, dass ich fast schon sagen würde, das ist eine sichere Sache hier. Fährt sogar noch mal schnellste Runden, Sektorzeiten, also Strategie zu 100% aufgegangen. Und das freut mich. Denn da hatten wir schon andere Rennen. Und wenn wir Singapur jetzt... Ich hab's kommen sehen, aber er hat's Auto eingefangen. Wenn wir Singapur ein bisschen ausklammern, dann kann man ja sagen, Björn ist wieder da, oder? Er ist wieder da. Ein Sieg mit schnellster Runde. Hier wird's vermutlich ein Sieg mit möglicherweise schnellster Runde. Da fehlen uns jetzt natürlich die Rundenzeiten der anderen. Aber er muss ja quasi nur seine eigene beste Runde verbessern. Und da sieht ja schon mal ganz gut aus, dass das vielleicht noch klappen könnte. Ja, danach sollte er auch entspannt das zu Ende fahren, um nicht nochmal in so eine Situation wie gerade zu geraten. Und wenn wir oben in die Anzeige gucken, Verstappen wird da durchgereicht. Ne? Perez ist jetzt auch noch da vorbei, Ricardo ist dann vorbei. Ist auch nicht schlecht für mich ja auch, ehrlich gesagt, der ja noch mit da oben bei ist. Für Björn ja auch, also kann dann auch Verstappen etc. aufholen. So. Perez ist noch gut, wenn er sich lässt. Und Björn fährt tatsächlich noch die schnellste Rennrunde, verbessert seine eigene Zeit nochmal um einen Müh. Und ihr seht das, was ich gerade sagen wollte, er reduziert seine Geschwindigkeit drastisch. 2 rote Sektoren jetzt. Einfach nach Hause fahren, einfach entspannt bleiben. Und dann im russischen Disneyland oder im russischen Las Vegas, was ja Sochi irgendwie scheinbar so ist, ein bisschen abhotten, wie man so schön sagt. Ganz stark T1. Das war doch einfach. Dankeschön.
Auch nicht leicht, hat er schwer mit zu kämpfen gehabt, ne? Man hört. Aber grandioses Rennen gefahren, muss man einfach mal so sagen. Grandioses Rennen von Björn. Und von Lance Stroll. Da rumpart's. Hier brechen die Wände gerade zusammen. Das Haus stürzt in sich zusammen. Ja, das war meine letzte Folge. Die freuen sich also, dass Björn gewonnen hat. Vor Lewis Hamilton und Valtteri Bottas auf dem dritten Platz. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er nochmal einen Schritt machen kann mit den 26 Punkten. Ich glaube, er war gar nicht so weit weg. Wir sehen erstmal das Rennergebnis. Björn vor Lewis Hamilton und Valtteri Bottas dahinter. Daniel Ricciardo, Alex Albon und Sergio Perez und Max Verstappen noch bis auf Platz 8 durchgereicht. Junge, Junge, Junge. Puncture vielleicht, aber man weiß natürlich nicht. Jetzt kommen natürlich die spannenden Sachen, die Standings. Wir sehen, Björn ist immer noch auf Platz 7, aber kämpft sich da so langsam an die Champions League Plätze ran. Valtteri Bottas macht natürlich ordentlich Boden gut. Und für Micha wird es jetzt ganz hart, noch ins Weltmeisterschaftsrennen wirklich eingreifen zu können. Ja, und das ist in der Konstrukteurswertung nicht anders. Da sind relativ klare Abstände zwischen den Konkurrenten bis zu Platz 3 und 4, Renault und Ferrari. Also das Duell bleibt spannend. Ja. Und weil es so spannend ist, solltet ihr auch beim nächsten Mal einschalten, wenn hier auf dem Trash Talk Racing Kanal wieder Herzlevel für euch tolle Rennen kommentiert. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Jo, tschüss.